Ja, es ist soweit. Ich veröffentliche jetzt den Dead Space 2 Fanatiker Helm, Unitology Helm. Man findet ihn hier vor dem Robco-Werk auf dem Parkplatz in einer Kiste. Da ist die Kiste. Ja, da ist auch Tenpenny Tower. Genau, leicht verschlossen. So. Oh. So. Dreimal habe ich da den Helm drin. Er ist wie ein Powerhelm, also man kann ihn auch mit jedem Powerhelm dann reparieren. Setzen wir ihn mal auf. Wo ist er? Da, Unitology Helm. So, zwei lege ich mal ab. Einen setze ich auf. So, genau. Da ist der Helm. Ja. Anzug kommt noch. Hoffe ich, dass ich das hinbekomme, dass ich das schaffe. Aber hier habt ihr dann erstmal den Helm und da wünsche ich euch dann in jedem Fall auch ja, viel Spaß mit. Download wie immer unter www.weltvolk.de, Computerspiele und da hier Fallout 3, drei Unitology-Helme aus Dead Space 2 liegen in einer Kiste vor dem Robco-Werk. ZIP-Datei downloaden. Ja, und ich hoffe, ihr wisst, wie man das installiert. Einfach hier den Data-Ordner in den Fallout 3-Ordner reinkopieren und die Datei im Fallout Mod Manager aktivieren und dann das Spiel starten und Spaß haben. Ja, also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.